Schule finde ich schön, groß und hell. Ganz viele Fenster, weil Licht ist ja sehr wichtig für uns. Mein Name ist Gessler. Ich bin der Schulleiter dieser Schule. Die Fritz-Reuter-Schule ist in Hohenschönhausen eine beliebte Schule. Wir sind seit vielen Jahren über nachgefragt und das aus gutem Grund, weil wir sind eine tolle Schule. Und ich bin stolz, diese Schule zu leiten, weil so eine schicke Schule muss man schon ein bisschen suchen in dieser Stadt. Und dann gibt es in dieser Schule auch noch so wunderbare, tolle Lehrer, dass wir dadurch auch die tollsten Schüler haben. Und das macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Klar haben wir auch Probleme, jede Schule hat Probleme, Schule ist immer konfliktbelastet, aber ich glaube, wir lösen die meisten ganz gut. Und die meisten Schülerinnen und Schüler sind bei uns sehr fröhlich und erreichen das, was sie wollen. Mein Name ist Tina Grötker, ich bin die stellvertretende Schulleiterin der Fritz-Reuter-Oberschule, arbeite hier seit 24 Jahren an der Schule und unterrichte die Fächer Geografie und Englisch, wobei in der 9. und 10. Klasse Geografie auf Englisch. Dass ich die 24 Jahre hier an der Schule bin, hängt damit zusammen, dass ich sehr gerne hier an der Schule arbeite, die Schule mit Herrn Gessler zusammen aufgebaut habe. Und das Konzept, das wir hier in unserer Schule verfolgen, das gefällt mir sehr gut. Wir haben also bilingualen Unterricht und haben neuerdings auch noch sportbetonte Klassen. Das entspricht so meiner Art und Weise. Als stellvertretende Schulleiterin habe ich sehr viel zu tun, sehr viel zu arbeiten. Aber im eigentlichen Sinne mache ich das sehr gerne. Ich habe mir dieses Jahr auch vor 24 Jahren ausgesucht, dass ich diesen Job hier mache. Und wie gesagt, er macht mir auch Spaß. Mein Name ist Kretschmer. Ich bin hier an der Fritz-Reuter-Oberschule die pädagogische Koordinatorin. Das heißt, ich bin für alle Belange der Oberstufe zuständig. Außerdem unterrichte ich die Fächer Mathematik und Physik, den Physik-Leistungskurs und Mathe dann jeweils die Grundkurse. An der Schule finde ich besonders schön, dass wir hier alle Möglichkeiten der schulischen Abschlüsse realisieren können. Das zeigt sich also in unseren Schülern der SEK 1. Großer Anteil der Schüler hat also dann die Möglichkeit, kontinuierlich in die 11. überzuwechseln und dann auch erfolgreich das Abitur hier abzulegen. Ich bin hier der Leiter der Mittelstufe und bin jetzt 40 Jahre im Schuldienst. Davon bin ich 8 Jahre an dieser Schule. Vorher habe ich die 4. Gesamtschule am Berg geleitet und dann war ich an der Oskar-Schindler-Schule. An dieser Schule gefällt mir die moderne Bausubstanz und dass an dieser Schule viele jüngere und ältere Kollegen und erfahrene Kollegen gut zusammenarbeiten. Wir haben eine Schülerschaft, die ist aufgeschlossen, freundlich und versucht immer den bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Das kann also im 10. Jahrgang der mittlere Schulabschluss sein, mit dem Übergang die gymnasiale Oberstufe. Es ist erfreulich, dass wir in diesem Schuljahr sehr viele Schüler haben, mehr als 2/3, die das geschafft haben und natürlich am Ende des 13. Jahrgangs das Abitur schaffen.
Hallo, ich bin die Frau Teuber. Ich bin hier Lehrerin an dieser Schule für Geschichte, Geografie und PW. Bin seit etwa 8 Jahren hier an der Schule und finde diese Schule eigentlich ganz toll. Mir gefällt besonders die Größe der Schule, die schönen hellen Räume, die hellen Flure. Aber ansonsten kommt sehr viel Licht und sehr viel Luft rein. Mir gefällt, dass wir jetzt wieder in ganzen Klassen unterrichten. Schöne Atmosphäre. Die Lehrer und die Schüler arbeiten im Team zusammen. Die Lehrer helfen uns oft. Und die Schüler sind auch sehr gut befreundet miteinander. Mein Name ist Regina Mittelstädt. Ich arbeite hier als Sekretärin seit 24 Jahren, bin hier rundum zufrieden, habe eine nette Schulleitung, nette Lehrer, auch viele nette Schüler. In dieser Schule lerne ich zurzeit 3 Sprachen, das sind Deutsch, Englisch und Latein. Innen ist es halt ziemlich bunt und kreativ gestaltet. Mein Name ist Frau Bethger, ich bin seit 3 Jahren an der Schule, unterrichte die Fächer Kunst und Französisch und betreue nebenbei die GSV. Die GSV, das sind unsere Schul- und Klassensprecher, die sich sehr engagieren in unterschiedlichen Projekten und das Schuljahr mit spannenden Sachen ein bisschen aufleben lassen. Wir haben zum Beispiel den Spendenlauf oder den GSV-Tag, an dem die Projekte vorbereitet werden. Es gibt bei uns das Fest der Kulturen, wo die Schüler die Möglichkeit haben, ihre Kulturen vorzustellen und sich ein bisschen zu präsentieren. Dann gibt es auch eine Schulung für die Klassensprecher, die findet immer am Anfang des Schuljahres statt. Und dort erhalten sie ein bisschen Einblicke in welche Aufgaben und Rechte sie haben und sie arbeiten an unterschiedlichen Projekten und lernen dort Methoden kennen, wie sie vor der Klasse reden können, wie sie sich präsentieren können. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und dank der Hilfe von Frau Zacharias können wir das auch jedes Jahr wieder anbieten. Mein Name ist Antje Weiß, ich arbeite hier im sozialpädagogischen Bereich der Schule. Wir sind hier insgesamt 3 Kollegen. Und kümmern uns eigentlich um alle Belange, die den Schüler betreffen, außer um den Unterricht. Also es geht eben wirklich um soziale Kontakte, soziale Ebenen, Entspannung zwischen Elternhaus und Schüler, zwischen Lehrer und Schüler und zwischen den Schülern insgesamt. Ja, wir sehen uns hier so ein bisschen auch als Feuerwehr der Schule an. Immer wo was los ist, werden wir gebraucht oder werden geholt. Ja, und bieten natürlich auch Projektarbeit an. Also wir haben ja zurzeit die Sanitäter, dann haben wir ein Cafeteria-Projekt, dann eine Kollegin für die Bibliothek. Mein Name ist Frau Zeiss, ich arbeite seit 25 Jahren an dieser Schule im Fachbereich Biologie, Chemie, habe derzeit eine 7. Klasse neu übernommen. Ich arbeite gerne an dieser Schule, weil es ist eine moderne Schule und sehr gut ausgestattet. Die Kollegen sind wunderbar, man kann sich auf sie verlassen, wir arbeiten gut im Team. Von der Schulleitung kriegt man auch seine Unterstützung und ja, ich bin gerne hier und ich hoffe, ich kann noch lange bleiben.